Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video aus meiner Reihe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Im Grunde haben wir den ersten Teil jetzt schon abgeschlossen. Wir haben ganz viele Sachen kennengelernt. Und ich wollte jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, einfach um auch nochmal alles im Gedächtnis zu haben, damit wir sozusagen gewappnet sind für den nächsten Teil, wo wir über diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen reden wollen. Wir haben im ersten Teil eine ganze Menge wichtige Begriffe kennengelernt und diskutiert. Wir haben zum Beispiel über die Disjunktheit von Mengen gesprochen. Das bedeutete, dass wir zwei Mengen haben, die keine gemeinsamen Elemente haben. Wir haben da die sehr oft gebraucht, diese Eigenschaft der Disjunktheit in diversen Beweisen, insbesondere weil das dritte Kolmogorowsche Axiom ja nur für disjunkte Mengen definiert war. Wir haben den Begriff der Elementarereignisse kennengelernt. Das waren sozusagen elementare Ausgänge, die ein Zufallsexperiment so annehmen kann. Wir haben den Begriff des Ereignisses kennengelernt als Teilmenge von Omega, also eine Menge von Elementarereignissen, also eine Art abstrakte Sicht, was bei einem Zufallsexperiment passieren kann. Und wir haben natürlich auch den Begriff des Wahrscheinlichkeitsmaßes kennengelernt, also eine Funktion, die diesen Ereignissen dann reelle Zahlen, nämlich die sogenannten Wahrscheinlichkeiten, zuordnen sollte. Und das durfte diese Funktion natürlich nicht vollkommen willkürlich, sondern sie sollte das eben halt so tun, dass sie dabei bestimmte Eigenschaften erfüllt. Diese Eigenschaften haben wir die Kolmogorowschen Axiome genannt. Wir haben die kennengelernt, derer gab es drei. Das erste Axiom sagte, dass die Wahrscheinlichkeiten für alle Ereignisse zwischen 0 und 1 liegen sollen. Das zweite sagt aus, dass die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis Omega stets 1 sein soll. Und das dritte Kolmogorowsche Axiom sagt aus, dass wenn ich eben diese disjunkten Ereignisse habe, dass sich dann die Wahrscheinlichkeiten aufaddieren sollen, also additiv sein sollen. Wir haben auch Schlussfolgerungen aus diesen Axiomen diskutiert. Wir haben uns zum Beispiel über die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis Gedanken gemacht oder für die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung nicht disjunkter Mengen. Und auch da quasi mithilfe der Kolmogorowschen Axiome bewiesen, wie diese Wahrscheinlichkeiten sein müssen. Wir haben über bedingte Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Also was passiert, wenn ich halt bei einem Zufallsexperiment zusätzliche Informationen erhalte? Wie verändert das mein Gefühl für Wahrscheinlichkeiten und wie kann ich das formal korrekt aufschreiben? Auch dazu haben wir einige interessante Beispiele besprochen, zum Beispiel dieses Torspiel, wo man eben halt aus drei Toren eins auswählt und dann nachher nochmal eine Zusatzinformation bekommt und dann hat man intuitiv vielleicht ein anderes Gefühl für Wahrscheinlichkeiten gehabt, als sich das halt nach dem Satz von Bayes dann ergeben hat. Wir haben den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit und den Satz von Bayes eben halt kennengelernt, als zwei zentrale und wichtige Sätze in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die man einfach kennen muss, wenn man halt über Wahrscheinlichkeitsrechnung redet. Und wir haben diskutiert, was es bedeutet, wenn zwei Ereignisse unabhängig sind, nämlich dass das Eintreten des einen Ereignisses keinerlei Information über das Eintreten des anderen Ereignisses bergen soll. Und auch das konnten wir dann mit Hilfe des Formalismus aufschreiben und eben halt herleiten, dass das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge der beiden Ereignisse identisch sein muss zum Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. In Formeln auch nochmal ganz kurz aufgeschrieben, dann haben wir es nochmal alles schön zusammengefasst. Das hier, das war das dritte Kolmogorowsche Axiom. Also wenn ich paarweise disjunkte A1 bis AN habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die Vereinigung gegeben als die Summe dieser Einzelwahrscheinlichkeiten. Daraus konnten wir zum Beispiel herleiten, dass sich die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis, also die Wahrscheinlichkeit für Nicht-A, immer ergeben muss als 1 minus P von A. Und als einen Spezialfall davon hatten wir dann auch hergeleitet, dass die Wahrscheinlichkeit für das unmögliche Ereignis, also die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge, stets 0 sein muss, weil die Wahrscheinlichkeit für Omega, für das sichere Ereignis, ja nach dem Kolmogorowschen Axiom 2, 1 sein soll. Gut, hier haben wir auch nochmal, wir hatten hergeleitet, wie sich die Wahrscheinlichkeit für
diese Vereinigungsmenge hier ergibt. Und zwar, wenn diese Mengen hier nicht notwendigerweise disjunkt sind, und haben herausgefunden, dass ich dann eben die Wahrscheinlichkeit von a plus die Wahrscheinlichkeit von b aufaddieren muss. Und davon abziehen muss ich nochmal die Wahrscheinlichkeit für diese Schnittmenge a geschnitten b. Das konnte man sich auch grafisch relativ gut vorstellen, weil wenn ich die Wahrscheinlichkeit von a und b halt aufaddiere, dann habe ich diesen Schnittteil, das was in beiden Mengen drin ist, in gewisser Weise ja doppelt addiert. Und damit es halt dann von der Größenordnung her passt, muss ich es halt einmal hier wieder abziehen. Und interessanterweise ist es halt auch so, dass wenn die Mengen a und b jetzt doch disjunkt sind, dann ist also diese Schnittmenge hier leer und die Wahrscheinlichkeit der leeren Menge ist ja 0, sodass dann also hier wieder nur das dritte Kolmogorowsche Axiom steht. Wir haben bedingte Wahrscheinlichkeiten so definiert, dass wir sagen, die Wahrscheinlichkeit für a, wenn ich schon weiß, dass b eingetreten ist, soll bitte sein die Wahrscheinlichkeit von a geschnitten b durch p von b. Die Argumentation dahinter war, dass ich zum einen sicherstellen will, dass Elementarereignisse, die nicht in b enthalten sind, dass die natürlich die Wahrscheinlichkeit 0 zugeordnet bekommen. Das bedeutet, dass in diesem Schnitt dann hier quasi die leere Menge steht, weil ich ja mit b schneide. Und die Wahrscheinlichkeit davon ist dann eben 0, das macht schon mal Sinn. Und weiter sollte es natürlich so sein, dass die Wahrscheinlichkeit für b gegeben b bitte schön 1 sein soll, weil ich ja schon weiß, dass b eingetreten ist. Das muss also dann die Wahrscheinlichkeit 1 kriegen. Und deswegen haben wir hier diese Neunormierung durch Division mit der Wahrscheinlichkeit p durch p von b gemacht. Und haben wir sogar noch formal korrekt bewiesen, dass das hier ein neues gültiges Wahrscheinlichkeitsmaß ist, also dass das auch die drei Kolmogorowschen Axiome erfüllt und dass sozusagen alles, was ich noch so herleiten kann über Wahrscheinlichkeiten, eben auch in diesen konditionalen Wahrscheinlichkeiten weiterhin Gültigkeit behält. Wir haben direkt aus dieser Definition geschlussfolgert, dass die Wahrscheinlichkeit für a geschnitten b natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für a gegeben b mal p von b und sein muss und das wiederum identisch ist zur Wahrscheinlichkeit von b gegeben a mal p von a. Nur das folgt sofort, wenn ich dieses p von b hier rüber multipliziere. Und in der anderen Variante folgt es eben halt, wenn ich mir die Wahrscheinlichkeit p von b gegeben a anschaue. Wir haben den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit kennengelernt und im Zuge dessen eben halt den Begriff der Partition. Eine Partition war eine Familie von paarweise disjunkten Mengen, deren Vereinigung wieder Omega ergibt, also quasi so eine Familie von Mengen, wo jedes Elementarereignis in genau einer Menge drin ist. Und dann kann ich die Wahrscheinlichkeit p von b auch darstellen als diese Summe von p von b gegeben ai mal p von ai. Und das war in einer anderen Variante auch die Summe der Wahrscheinlichkeiten von b geschnitten der einzelnen ais. Wir haben den Satz von Bayes kennengelernt, wo wir halt durch einfaches Umstellen dieser Gleichung hier herleiten konnten, dass p von a gegeben b identisch ist zu p von b gegeben a mal p von a durch p von b. Also ich hier insbesondere diese konditionierten Ereignisse vertauschen kann. Und das hilft immer dann, wenn ich halt über dieses konditionierte Ereignis etwas aussagen kann, über dieses konditionierte Ereignis etwas wissen möchte. Und auch dazu haben wir ein interessantes Beispiel kennengelernt. Und zu guter Letzt haben wir, wie gesagt, noch den Begriff der Unabhängigkeit definiert und herausgefunden, dass p von a geschnitten b eben identisch sein muss mit p von a mal p von b, wenn diese Ereignisse eben unabhängig sind. Die Argumentation da war, dass wenn es unabhängig ist, also dieser Zusammenhang hier oben, der gilt ja immer, und wenn es jetzt halt a und b unabhängig sind, dann sollte dieses a gegeben b bitte schön identisch sein mit der Wahrscheinlichkeit von a, weil das Eintreten von b mir ja nichts Sinnvolles darüber aussagt, ob a auch eingetreten ist. Gut, das war's. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, was wir alles so schon besprochen haben. Und jetzt können wir sozusagen mit großen Schritten in den Teil 2 starten, wo wir diskrete Wahrscheinlichkeitsräume kennenlernen werden. Wir werden über Zufallsvariablen reden, wir werden über Dichtmassefunktionen reden und über Verteilungsfunktionen reden, Begriffe wie den Erwartungswert oder die Varianz kennenlernen. Und da werden wir all diese Dinge wieder brauchen. Deswegen macht es Sinn, das jetzt nochmal alles frisch im Gedächtnis zu haben. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die einfach unter dem Video postet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.